wieder klar. Hey, Todeswunsch. Komm her. Ignoriere sie einfach. Sie hat emotionale Probleme. Ich hoffe, du verreckst, Hannah. Ich bemühe mich. Scheint nett zu sein. Ja. Ist aber nicht ihre Schuld. Die Gesellschaft war's. Hier, setz dich. Ich will dir was zeigen. Siehst du den Teil? Ist leicht. Vier Noten. Bam, bam. Bam, bam. Ganz einfach. Was ist hier los? Und der Rotz geht los. Nein, 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 kein Putzen! Kein Putzen ohne Aufsichtsperson! Kirsty! Kirsty! Schon gut. Sie hat recht. Sei so lieb und hol jemanden. Das war neu. Sie sagt, das war neu. Kirsty muss im Mittelpunkt stehen. Sie ist die Unschuld vom Lande, bis irgendwas geschieht, das ihr nicht passt. Und dann... Sofort aufhören! Erika? Sergeant Blake ist hier. Er erwartet dich im Büro. Rein! Mein Gott. Erika Mason, du siehst aus wie deine Mutter. Letztes Mal konntest du kaum über den Schreibtisch sehen. Ich bin Lucien Flowers. Ich habe die Klinik mit deinem Vater gegründet. Ich erkenne sie von ihrem Porträt im Flur. Oh je, ich hasse dieses Bild. Ich lasse es nur wegen deines Vaters hängen. Hast du gut geschlafen? Ist manchmal etwas unheimlich hier. Schon gut. Danke, dass ich hier bleiben darf. Dein Vater war ein guter Freund. Gern geschehen. Ich hoffe, es stört dich nicht. Aber ich habe was für dich. Es gehörte deinem Vater. Er schenkte es deiner Mutter zu ihrer Hochzeit. Ich habe es aufbewahrt. Hey. Tut mir leid. Ich habe gerade mit der Forensik gesprochen. Erika
Es ist wahrscheinlich, dass der Mörder deines Vaters auch Mr. Johar getötet hat. Es gibt vielleicht andere Opfer, von denen wir nichts wissen. Sie könnten durchaus wieder töten. Kann ich irgendwas machen? Uns fehlen die Anhaltspunkte. Aber Mr. Flowers hat etwas vorgeschlagen, wodurch du dich an das Gesicht des Mörders erinnern könntest. Ich sehe Flashes. Albträume und einen Umriss einer Frau mit Pistole, aber das ist alles. Es ist wie eine Therapie. Dein Vater hat sie entwickelt. Möglicherweise hilft sie mit deinen Albträumen. Es ist gänzlich schmerzfrei. Absolut sicher. Ich weiß nicht. Erica, bitte. Es gibt zu viele Ähnlichkeiten mit dem Fall deines Vaters. Das ist kein Zufall. Mit einer Beschreibung könnten wir dem ein Ende setzen. Okay. Okay, von mir aus. Ich zeig dir ein paar Bilder, die dich entspannen und deinen Verstand öffnen sollen. Dein Vater entwarf die Regressionstherapie, um unseren Traumapatienten zu helfen. Das erste Bild ist ein Test. Sag mir einfach das Erste, was dir einfällt. Himmel. Gut, sehr gut. Wenn dir etwas Wichtiges einfällt, dann schreib es bitte auf. Ich weiß, es ist schwer, ein Trauma erneut zu durchleben, aber du bist hier sicher. Fangen wir an. Schönheit. Glaube. Wow. Wärme. Schon vorbei. Alles okay. Hey, ganz ruhig. Was ist passiert? Schon gut. Du hast gemalt. Du hast die ganze Zeit nur gemalt. Warum hast du sie gemalt, Erica? Warum deine Mutter? Deine Mutter sagte mir, dieser Ort war ihr ganzes Leben. Sie arbeitete hier, verliebte sich hier, gebar dich hier und später starb sie auch.
Dr. Ballard meint, ich soll dir das hier zeigen. Die Prozedur durchzumachen war sehr mutig. Es ist kein Wunder, dass du deine Mutter sahst. Es ist ein komplexer Prozess. Es braucht Zeit. Gib nicht dir die Schuld. Ich will es nochmal versuchen. Ruh dich aus. Entspann dich. Wir versuchen es später. Komm mit. Ich möchte dir etwas zeigen. Die brauchst du. Dein Vater ließ den Oleander in Andenken an deine Mutter pflanzen. Ihre Lieblingsblume. Sie bringen uns Glück. Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Lass mich los! Entschuldige. Manchmal haben die Frauen einen harten Tag. Einige wollen sich manchmal nur nicht offenbaren. Hannah, dass du schon wach bist? Das ist Erica Mason. Sie bleibt für eine Weile bei uns. Ich hab dich heute früh vollgeblutet. Die bringe ich zu Doc Ballard. Wir machen Parfum. Machst du mit? Was hast du für ein Problem? Du kannst dich natürlich auch gern Toby anschließen. Eigentlich gibt es gleich Mittagessen. Die Auswahl ist groß. Warum schnappst du dir nicht einen Happen und triffst ein paar der anderen Frauen? Klar. Wer genießt nicht gern ein schlechtes Sandwich im Beisein von Fremden? Möglicherweise sollte ich nach Toby sehen. Kein Problem. Dann sehen wir uns später. Erica, es ist löblich, dass du Kontakte knüpfst. Aber einige Frauen hier können sehr manipulativ sein. Sei vorsichtig, das ist alles. Folgst du mir? Ich wollte nur sehen, ob es dir gut geht. Brauchst du eine Freundin? Rede! Essenszeit. Geh und ess Mittag mit den braven Mädchen. Was ist dein Problem? Du Touristin. Hier gibt es Geheimnisse. Du solltest gut aufpassen, sonst wirst du es bereuen. Hier gibt's Geheimnisse? Was meinst du damit? Verstehe. Suchst du ein Abenteuer? Ja? Na gut. Dann komm mit. Ned, huh? Hier,
Das habe ich vorhin vorbereitet. Danke, ich brauche das nicht. Du brauchst das. Sonst wärst du nämlich draußen in der wahren Welt und würdest deinen Nachbarn nageln. Es gibt Haare auf der Brust. Ich habe dich hierher gebracht und dir vertraut. Du vertraust mir oder gehst. Ich vertraue dir. Okay. Das war? Jemand hat dir eine Hand von dem Typen geschickt? Du willst dich ja nur verstecken. Ja. War dein Vater nicht so ein genialer Arzt? Hat er wirklich die Klinik mit Flowers aufgebaut? Ja. Was ist mit deiner Mutter? Hörte, sie ging hier drauf. Ja, schätze schon. Mach's auf. Hast du den gesehen? Das ist nicht von mir. Eine schaurige Geschichte. Echt strange. Das Mädchen, das ihn gezeichnet hat, ist tot. Sie hatte komische Träume von pinken Blumen, die vom Himmel fallen. Sie hatte Nasenbluten. Und Anfälle. Und dann zeichnete sie das. Was bedeutet das? Ich weiß nicht. Sie erzählte diese Geschichten. Sie sprach von einem Geist, irgendeine Frau, die im Keller eingesperrt war. Ich hörte ihr nicht zu. Jeder dachte, sie wäre durchgeknallt. Nach ihrem Tod fand ich das. Nur zu. Das Symbol ganz unten, das ist von einem alten Tempel in einem Ort namens Delphi. Sie holten sich Frauen und haben sie mit irgendwas vollgepumpt, damit sie ihnen die Zukunft vorhersagen. Die Frauen wurden krank. Sie hatten schwere Anfälle. Denkst du, die machen hier auch sowas? Ich weiß, wie das klingt. Aber... pass auf. Dahinter ist etwas. Ein Tunnel oder was weiß ich. Hey. Weißt du, wie Opa Flowers an seine Kohle kam? Er hat die Zukunft verkauft. Ich bin müde. Bist du müde?
Wen haben wir denn da? Wo warst du denn bloß? Ich habe dich überall gesucht. Du hast ein Päckchen. Sieht ziemlich teuer aus. Oh, ist das hübsch. Öffne es. Das Paket wurde gestern gesendet. Wir suchen eine Beschreibung des Absenders. Hier, sieh dir das an. Da wohnt Karl Steinbeck, der Nachtwächter. Wir haben ein Team vor Ort. Er wird vermisst. Ist er tot? Wir tappen im Dunkeln. Wahrscheinlich schon. Warum hatte er dieses Symbol auf seinem Arm? Es hing früher über dem Eingang. Es stammt vom Apollon-Tempel in Delphi in Griechenland. Ihr Motto war: Kenne dich selbst. Dein Vater fand es, passt doch zu uns. Nachdem er starb, wurde das Schild entfernt, aber Karls Tattoo blieb. Dann ist da noch das hier. Warum die Puppe? Auf dem Arm ist ein Mal. Ein Schmetterling, genau wie dieser. Wir müssen zurück in deine Wohnung. Du musst dich für mich umsehen und herausfinden, ob sonst noch etwas fehlt. Pack dort ein, was du benötigst. Ganz egal was. Du wirst wohl noch eine Weile bleiben. Alles.